Hey, heute geht es um freie Single Strokes. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Übers ganze Set verteilt. So wie es kommt. Es gibt keine Vorgabe außer rechts, links, rechts, links. Und der Flow bleibt erhalten. Ne? Also es gibt keine rhythmischen Ausreißer, sondern es bleibt immer da, 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 da. Tempo darf hoch und runter. Genauso wie die Dynamik in schönen Wellenformen. Wenn euch etwas von dem, was ihr spielt, auch besonders gut gefällt, bleibt in der Schleife, könnt euch gerne auch wiederholen. Ne? Ist nicht wichtig, dass es die ganze Zeit was Neues passiert. Gut, das ist das eine. Und der nächste Schritt wäre, ihr setzt euch jetzt ein festes Timing dazu. Nehmen wir mal die Bassdrum und wir spielen 16. Bassdrum spielt die Viertel. Gleiches Konzept, nur dieses Mal steht das Timing. Konzept 3, wenn sich das für euch gut anfühlt, geht zwischendrin auch mal in einen 16. Groove. Was bedeutet, ihr spielt quasi einfach 16. auf der Hi-Hat, rechts, links, rechts, links. Wichtig ist, dass ihr da auch im gleichen Sticking immer bleibt, weil es geht ja darum, den Flow zu erhalten. Rechts, links, rechts, links, und dann nehmen wir immer den Backbeat auf die 2 beziehungsweise auf die 4, also tschick, tschick. Ihr könnt die Bassdrum dann mit Vierteln durchlaufen lassen. Ihr könnt aber auch genauso gut sagen, ihr öffnet das, spielt quasi die Bassdrum nur beim Groove, so wie ihr Lust und wie es euch gefällt. Und zwischendrin geht ihr in eine Art Fill-In, was dann auch nicht so wichtig ist, ob das jetzt genau in der Form steht. Ja, also. Wir verwischen die Grenzen zwischen Fill-In und Groove und wir achten nicht so drauf, ob alles korrekt ist. Es geht jetzt nur darum, den Flow von diesen beiden Sachen miteinander zu verbinden. Ich mache es jetzt mal so, dass ich die Bassdrum einfach durchlaufen lasse.
Und dann, wenn ihr euch total frei fühlt, dann macht es einfach nochmal und geht nicht weiter mit irgendwas anderem, sondern am nächsten Tag einfach nochmal. Und wenn ihr dann wieder an dem Punkt seid, macht das am nächsten Tag nochmal. Macht euch frei, abzählen, dass es in eine Form reinpasst, das kommt dann. Das kommt von ganz alleine. Wichtig ist nur, dass man das Musikalische, den musikalischen Anteil, den körperlichen Anteil, dass man den erstmal genießen kann. Viel Spaß!